In Paris begrüße ich nun unseren Korrespondenten Matthias Werth. Herr Werth, Sie sind gerade durch die Stadt ins Studio gefahren. Wie ist die Lage in den Straßen von Paris heute Morgen? Also der Bereich um den Konzertsaal ist noch sehr weiträumig abgesperrt. Es gibt die Vermutung, dass möglicherweise doch noch nicht alle gefasst worden sind. Das hält sich dort bei den Sicherheitskräften. Man sucht dort noch weiter, deshalb auch die weiträumige Absperrung. Wir kommen also mit unseren eigenen Fahrzeugen nicht nah heran. Paris ansonsten ist sehr leer gewesen heute Morgen. Was man gesehen hat, ist unglaublich viel Polizei, unglaublich viel Militär, Sicherheitskräfte, die Straßen, die Gebäude, die Metros kontrollieren und überwachen. Paris hat sich heute Morgen in einem komplett anderen Bild gezeigt, als man das normalerweise an einem Samstag wie diesen machen würde. Heute beginnt ja auch der Weihnachtsmarkt hier in Paris, beziehungsweise sollte eigentlich beginnen. Sie waren noch bis spät in die Nacht selbst an einem der Tatorte vor dem Konzertsaal Bataclan. Sie haben dort einige Aufnahmen mit Ihrem Smartphone gedreht, die wir gleich zeigen werden. Welche Eindrücke hatten Sie heute Nacht? Ja, ich bin relativ weit nach vorne gekommen, dort, wo die Verletzten nach der Stürmung des Konzertsaals hingebracht worden sind. Es waren unzählige Menschen. Es gab kaum genug Baren dafür. Man hat Cafés, Bars in der Gegend genommen und dort die Leute untergebracht, hat sie in diese Silberdecken, Wärmedecken eingepackt. Manche Leute hatten einen Schock. Ich habe aber auch viele sehr schwer verletzte junge Leute gesehen. Es waren alles junge Leute, denn die kamen ja aus diesem Konzert der Rockband. Ich weiß nicht, ob manche von denen, die ich gesehen habe, diese Nacht überstehen konnten. Die waren so schwer verletzt und sie sind zwar versorgt worden und die Sicherheitskräfte und die Sanitäter sind sehr ruhig vorgegangen, was ja gut war in so einer panischen Situation. Aber trotzdem ist damit zu rechnen, dass von diesen Verletzten, neben denen ich dort gestanden habe, es einige nicht mehr geschafft haben in dieser Nacht. Sie konnten auch mit einem Augenzeugen sprechen, der im Konzertsaal war. Welche Eindrücke hat er Ihnen vermittelt? Ein Kollege vom Radiosender Europe 1 hat gesagt, die Situation ist so gewesen, dass ganz, ganz junge Burschen dort reingekommen sind. Sie sind außergewöhnlich jung gewesen, unmaskiert gewesen und haben sofort angefangen, das Feuer zu eröffnen, haben nachgeladen, weitergeschossen. Wir haben mit jemand anderem gesprochen, der in der Nähe außerhalb des Konzertsaals gesehen hat, wie diese schwarz vermummten, kann man nicht sagen, denn sie trugen ja keine Masken, aber schwarz gekleideten Attentäter noch auf Leute geschossen haben, die schon am Boden lagen. Also es waren regelrechte Hinrichtungen dabei gewesen. Und wir haben natürlich mit Leuten gesprochen, die verzweifelt gesucht haben, ihre Angehörigen, Freunde, die sich in diesem Bereich gefunden haben. Das waren wirklich dramatische Szenen und es war eine Stadt im absoluten Ausnahmezustand. Die genauen Opferzahlen sind noch nicht bekannt. Was sagen die französischen Behörden dazu? Ja, die Angaben wechseln ein bisschen. Es ist im Prinzip auch einerlei, ob es nun einer mehr oder einer weniger ist. Um die 120 Tote, circa 200 Verletzte, davon 80 Schwerverletzte. Das waren die letzten Angaben, die wir gehabt haben. Zwischen 82 und 87 Tote davon alleine in dem Konzertsaal, wo die Band gespielt hat. Und in der Nähe in Restaurants sind weitere Menschen wahllos erschossen worden. Das heißt, die Attentäter seien mit Autos vorgefahren, ausgestiegen und hätten einfach das Feuer eröffnet. In einem relativ bekannten, hier in Paris bekannten Café, einem Szenetreffpunkt, sind 18 Menschen erschossen worden, in einem anderen 12. Und es hat noch weitere Tote dann in anderen Bereichen gegeben. Insgesamt 6 Stellen sind es gewesen, an denen die Attentäter das Feuer eröffnet haben. Wir erinnern uns natürlich an die Anschläge auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo Anfang des Jahres. Die Sicherheitsvorkehrungen in Frankreich sind daraufhin verschärft worden. Gab es Hinweise auf eine solche Tat? Ja, es gab seitdem ja mehrere Attentate, die meistens nur durch Zufall verhindert werden konnten. Es gab im Frühjahr das versuchte Attentat auf eine kleine katholische Kirche hier im Süden von Paris. Dieses Attentat ist durch Zufall verhindert worden, weil ein Einzeltäter sich in den Fuß geschossen hatte, so schwer verletzt war, dass man ihn gefunden hat. Und sein Auto war voller Waffen und auch dort waren die Pläne schon für den Überfall auf die Kirche. Dann gab es den in letzter Sekunde vereitelten Anschlag auf den Thalys. Wir erinnern uns auf dem Weg von Amsterdam nach Paris, wo 3 amerikanische Soldaten das auch durch reinen Zufall verhindern konnten, dieses Attentat. Vor 2 Tagen gab die Polizei hier bekannt und der Innenminister Cazeneuve gab es auch bekannt, dass man einen Attentatsverdächtigen gefasst habe, der
allerdings nicht schwer bewaffnet war. Der hatte ein Messer und eine Maske bei sich. Aber das alles scheint nichts mit diesen Aktionen von gestern Nacht zu tun gehabt zu haben, denn das war eine sehr fein vorbereitete, muss man sagen, sehr langfristig vorbereitete Aktion. Denn wenn man an 6 verschiedenen Stellen gleichzeitig und mit gleichem Vorgehen so eine Attacke fährt, sein Attentat unternimmt, das spricht dafür, dass es vorbereitet gewesen ist. Darauf waren die Behörden ganz offensichtlich nicht vorbereitet, obwohl man ja mit diesen großen Ereignissen, die hier sind, das ist das Fußballspiel gestern, man ist vorbereitet, weil ja in wenigen Tagen schon die Weltklimakonferenz mit über 50.000 Teilnehmern aus allen Staaten der Welt hier beginnt. Also die Behörden waren schon in Bereitschaft. Trotzdem hat man von diesem geplanten Attentat offenbar nichts gewusst. Präsident Hollande hat sich ja bereits in der Nacht geäußert und natürlich entsetzt reagiert. Wie wird das weitere Vorgehen der Politik sein? Ja, François Hollande hat erstmal an die Mitbürger appelliert, wachsam zu sein. Er sagt, eine Nation unter Terror ist eine Nation, die Stärke und Härte zeigen wird. Dazu sind wir bereit, hat er gesagt. Und er hat gesagt, wir wissen genau, wer die Täter, wer die Kriminellen sind. Allerdings gibt es bis jetzt öffentlich noch keine Äußerung, wer konkret das sein soll. Die Vermutungen gehen natürlich dahin, dass es auch Kämpfer des IS gewesen sind, die gestern diese Attentate verübt haben. Es sind noch in der Nacht 1.500 zusätzliche Soldaten nach Paris beordert worden, um hier für die Sicherheit zu sorgen. Die haben wir heute Morgen auch sehen können. Die neuralgischen Punkte, Weihnachtsmarkt, öffentliche Gebäude und so weiter, kontrolliert haben die Metros. Alle öffentlichen Gebäude wie Bibliotheken zum Beispiel, Schwimmbäder, Turnhallen, all das wird heute, wahrscheinlich aber auch morgen, vielleicht auch die nächsten Tage, geschlossen bleiben. Einfach um zu vermeiden, dass Leute sich in solche Gegenden begeben, die man nur schwer kontrollieren kann. Zunächst einmal herzlichen Dank nach Paris, Matthias Wirth.